was immer aber hin und wieder passiert, also besonders am Anfang, wo ich dann Freunde davon erzählt habe, ist es immer wieder so vorgekommen, zum Beispiel, dass die dann Angst machen über das eine Mal vor 3 Jahren, wo sie ungeschützten Sex gehabt haben. Oh, was ist, wenn ich das auch habe? Je mehr Leute ein Gesicht geben an HIV, desto mehr man offen über dieses Thema sprechen wird. Hallo und herzlich willkommen zu Positiv gestimmt, dem neuen Podcast für Menschen mit HIV und vor allem mit Menschen mit HIV. Auch in dieser Folge darf ich wieder 2 wunderbare Menschen begrüßen, die hier sind, um so ein bisschen über ihre Erfahrungen, über ihr Leben zu reden, aber auch vielleicht ihre Meinungen, ihre Wünsche und ihre Zukunftsvision mit uns zu teilen. Und wir reden in dieser Folge über das Thema Diskriminierung, Stigmatisierung und Ungleichbehandlung. Also ein Thema, was wirklich sehr weitreichend ist und wo wir, glaube ich, viel miteinander zu bequatschen haben. Mein Name ist Birgit Leixenring und ich arbeite schon seit vielen Jahren hier in Österreich im Bereich HIV. Und deswegen ist es mir auch wirklich immer ein Anliegen, bei solchen Projekten mitzumachen und noch mehr von euch über diese Themen zu erfahren. Vielleicht für die Hörerinnen machen wir wieder eine kleine Vorstellrunde. Ihr seht ja leider nicht, was ich hier sehe, nämlich 2 sehr sympathische Männer mit einem fantastischen Grinsen. Und ich würde sagen, wir fangen wieder mit Memo an. Memo, stell dich doch mal kurz vor. Sehr gerne. Hallo Birgit, hier ist Memo. Hallo alle zusammen. ja, was kann ich so über mich erzählen? Ich bin 34 Jahre alt, bin gebürtigter Ägypter, mittlerweile Österreicher geworden, wohne seit 2011 in Wien. Und in 2013 habe ich meine Diagnose bekommen. Am Anfang war es natürlich schwer, damit umzugehen, aber ich habe von relativ Anfang an dann für mich selber entschlossen, dass ich mit dem Thema mehr beschäftigen will und dass ich auch das nicht verstecken will. Und somit bin ich mache ich immer wieder so Interviews oder Podcasts wie heute hier, über das Thema zu reden, anzusprechen und ein bisschen Aufklärung auch zu machen. Das Thema HIV hat mich auch zum Beispiel bei meiner Masterarbeit auch begleitet. Ich habe Personal- und Organisationsentwicklung studiert und habe für meine Masterarbeit, meine Masterarbeit hatte das Thema die Wirkung von Stigma auf die Arbeitsleistung von HIV-positiven Menschen. Da habe ich dann, das war qualitativ, da habe ich mehrere Gespräche geführt zu dem Thema und konnte schon ein bisschen so Einblicke bekommen, wie HIV-positiven Menschen mit diesem Thema umgehen in die Arbeit und was für Wirkung es haben kann. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man so offen drüber redet, so wie du sagst, wie du dir das vorgenommen hast, Gerben. Auch du redest offen drüber. Stell dich doch bitte einmal kurz vor. Hallo, ich bin der Gerben Grimmius. Ich bin gebürtiger Holländer. Ich bin 38 Jahre alt und wohne seit ungefähr 1,5 Jahren hier in Wien mit meinen 2 Katzen, Dorothy und Charlie. Und ich bin sehr immer viel unterwegs im Theater, Berufsfeld. Ich bin Musicaldarsteller und arbeite momentan bei das Musical Cats hier in Wien. Und hast 2 Katzen, das ist sehr passend. Und ich habe 2 Katzen, ja! Surprise! Und ich habe meine Diagnose in 2013 genauso wie der Memo bekommen und habe mich dann auch irgendwann entschieden, okay, ich möchte als Gewinner jetzt aus diesem Kampf rauskommen und habe dann auch gedacht, okay, wie kann ich vielleicht meinem Berufsfeld dafür einsetzen und habe unter anderem ein Lied veröffentlicht und habe auch drumherum eine Theatervorstellung entwickelt, was für ein Fest, und diese Show war unter anderem auch dafür, ja, da, um Vorurteile rund um das Thema HIV zu besprechen.
Jetzt hast du gerade das Wort genannt, du möchtest als Gewinner aus diesem Kampf rausgehen. Wenn wir uns jetzt so die Entwicklung dieser ganzen Epidemie anschauen, seit den 80er Jahren, wo HIV bekannt geworden ist, da ist ja die Medizin, die Forschung quasi schon als Gewinnerin rausgegangen. Absolut. Die Gesellschaft, möchte man sagen, hinkt noch so ein bisschen hinterher. Also nach wie vor gibt es ja leider weltweit und auch hier bei uns in Österreich Situationen von Ausgrenzung und Diskriminierung aufgrund eines HIV-positiven Status. Gern, wie siehst du das? Wo stehen wir heutzutage zum Thema Diskriminierung in der Gesellschaft? Wo verortest du uns hier? Ich glaube absolut, dass wir Schritte gemacht haben, aber da gibt es noch einen sehr langen Weg, glaube ich. Ich habe zum Glück nicht im Arbeitsfeld, aber auch im Krankenhaus schon mal wieder Diskriminierung erlebt. Aber was ich auch merke, dass es, wie ich im anderen Episode vom Podcast auch erwähnt habe, ich habe bei der Holländische Verein für HIV gearbeitet, bei einer Helpdesk und habe dann auch Lesungen gegeben in Schulen. Und da habe ich gemerkt, da gibt es noch ganz viele Unklarheiten, auch vor allem bei der Jugend. Wie steckt man sich überhaupt an? Also da kam mal eine Frage hoch mit, ich führe eine monogame Beziehung und dann können wir es trotzdem bekommen, oder? Also wir können uns dann trotzdem anstecken. Und ich dachte so, okay, wenn da schon ja Leute unwissend sind, wie kann ich dann erwarten, dass man, je älter man wird, ja schon über die letzten Fortschritte sich erkundigt hat. Also ich glaube, da ist absolut noch ein sehr großer Weg zu gehen. Also ich denke auch, also der Weg ist noch sehr breit, sehr groß, den wir noch beschreiten müssen. Aber wir sind gut dabei, da hast du vollkommen recht. Memo, wie siehst du das? Wie hat sich so die Gesellschaft entwickelt? Siehst du da Fortschritte? Also Fortschritte gibt das schon, ja, aber ich bin genau derselbe Meinung wie Gerben. Also es ist noch ein langer Weg vor uns. Also wenn ich so denke, zum Beispiel, sagen wir es mal so, also ein großes Thema, das jeder Mensch begegnet, ist zum Beispiel Daten mit HIV. Da hatte ich auch, also am Anfang, wo ich meine Diagnose bekommen habe, immer wieder so Ausgrenzungen oder wenn man jemanden also auf die Online-Apps schreibt, dass man blockiert wird, wenn man das nennt oder so, ist mir mal passiert. Zum Glück passiert das seltener und seltener heutzutage, also zumindest in der schwulen Szene. Also ich würde nicht jetzt behaupten, dass die Schwulen jetzt auf dem neuesten Stand der Dinge sind, aber ich merke schon, zum Beispiel, dass viele zum Beispiel U equals U verstehen, also undetectable equals untransmittable. Also wenn ich jemanden sage, ich bin positiv unter der Nachweisgrenze, dass die Menschen verstehen, was das bedeutet, dass es erstens für meine Gesundheit keine Einschränkung gibt und dass es auch die Chance für eine Infektion nicht vorhanden ist. Aber nichtsdestotrotz, also da hatte ich hin und wieder Vorfälle und ich habe es auch in der ersten Folge auch ein bisschen davon erzählt, also wie es mit einer Begegnung, also mit einem Typen so war, mit mehreren Dates, wo ich da ihm das gesagt habe und dann wollte er das beenden, obwohl es keine rationale Erklärung dafür gab. Man merkt immer noch, dass die Ängste noch da sind. Ja, also das ist einerseits auf dieser Ebene und auch so ähnlich wie was Gerben erzählt hat, also ich hatte auch zum Beispiel bei leider im Gesundheitssystem auch so Diskriminierung selber erlebt und das war beim Zahnarzt, wo ich massive Schmerzen hatte und dann war ich zum ersten Mal bei einem Zahnarzt und da habe ich angegeben so in einem Formular, ja, ich nehme diese Medikamente für HIV und dann ist der Arzt dann rausgekommen, also die Assistentin hat ihn rausgerufen und hat gemeint, ja, so, dann wäre es besser, wenn wir sie am Ende des Tages behandeln. Und dann war es, also es war kurz vor Weihnachten, also, aber wir haben keine Termine, ich würde sie empfehlen, dass sie zum Zahnklinik gehen. Und
für mich, und dann seine Argumentation war, dass es, wenn man HIV-positiv ist und also man die Zähne bohrt, dass die Virus in Tröpfchen in die Luft löst und dann in einem die nächsten Patientin dann im Mund reinkommen kann. Also irgendein Blödsinn. ja, und ich habe auch dem Zahnarzt angezeigt, aber leider haben wir verloren, weil es im Sinne des Gesetzes keine Diskriminierung ist, wenn man einen Alternativtermin anbietet. Obwohl es ist ganz klar, wenn man jede Person fragen würde, ob es eine Diskriminierung war oder nicht, auch das als ganz klare Diskriminierung beschreiben würde. Ja, aber so ist das leider. Jetzt hast du ja schon ein Thema angesprochen, was tatsächlich ein wichtiges Thema ist und ein essentielles Thema ist. Es gibt ja auch bei den AIDS-Hilfen Österreich so eine Meldestelle, wo man erlebte Diskriminierung melden kann. Und bei dem Bericht, der dann jährlich veröffentlicht wird, kommt dann leider seit vielen Jahren raus, dass es doch häufig Diskriminierung im Gesundheitsbereich gibt, wie du jetzt auch gerade erzählt hast. Wie ist das bei dir, Gerben? Hast du auch schon mal so eine Situation im Gesundheitsbereich gehabt? Ja, wo ich zum halbjährlichen Check war in Amsterdam im Krankenhaus zum Blutabnehmen. Und ich saß dort und sie hat dann gesehen, okay, ich bin HIV-positiv, also meine CD14 muss natürlich, die wollten das testen und dann irgendwann lief sie weg und ich dachte, was ist los? Und sie kam zurück und ich so, was passiert jetzt? Ja, ich habe jetzt meine Kollegen mal dazu geholt, weil ich möchte kein Risiko eingehen, ich möchte kein Blut abnehmen bei dir. Und ich so, oh, wow. Und dann kam ich auch mit ihr im Gespräch und ich so, bist du dir bewusst gerade, wie schlimm das eigentlich ist, dass du kein Blut abnehmen möchtest bei mir? Das ist schon noch ein Riesenthema innerhalb von dieser Community, dass wenn ihr schon mal nicht aufgeklärt seid, dass wenn wir nicht nachweisbar ist, nicht übertragbar. Wie sollen dann Leute, die nicht im medizinischen Bereich arbeiten, wie sollen die dann damit umgehen? Und ich finde es dann auch immer interessant, das Gespräch einzugehen, weil ich denke, okay, das sind dann Leute, die noch anscheinend aufgeklärt werden müssen. Also das ist eigentlich, ich bin da auch ganz deiner Meinung, es ist eigentlich ein No-Go, dass gerade Menschen, die eine gesundheitliche, medizinische Basisausbildung haben, nicht aufgeklärt sind. Und es gibt diese Fälle, gerade auch im Gesundheitsbereich, diese Ungleichbehandlung. Andererseits muss man schon auch sagen, man redet natürlich auch immer nur über diese Fälle, wo es zu Diskriminierung gekommen ist. Und der Großteil der Personen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, haben natürlich überhaupt kein Problem mit dem Thema, gehen sehr offen und sehr empathisch und ganz normal und vernünftig mit all ihren Patientinnen um und engagieren sich auch für HIV-Positive und gegen Diskriminierung. Also das muss man schon, finde ich, auch immer noch dazu sagen. Absolut. Selbstverständlich, ja. Ich gehe davon aus, ihr habt auch fantastische Erlebnisse gemacht im Gesundheitsbereich. Ja. Also ich habe jetzt auch eine neue Zahnärztin, wo es zum Beispiel super funktioniert. Ich bin sehr mit meinem Hausarzt zufrieden. Also man kann da, also das sind natürlich die Ausnahmefälle, aber es spricht trotzdem dafür, dass es noch ein bisschen einen Weg gibt, sagen wir es mal so. Und ist absolut, ich habe auch positiv, also mein Zahnarzt fragt mich auch immer, wie geht's dir jetzt und wie sind deine CD4? Also natürlich gibt es auch, aber, und was ich auch wichtig finde, ist, man sollte das Gespräch eingehen, sei nicht böse. Es gibt vielleicht Leute, die noch nicht gut aufgeklärt sind, auch im medizinischen Bereich, aber statt zu sagen, hey, vielleicht wirklich keinen guten Arzt, nein, geh das Gespräch ein. Ja. Und sei einfach offen für Gespräch, weil damit, glaube ich, jetzt werden wir diesen langen Weg, den wir noch vor uns haben, kann damit gekürzt werden. Damit kann man garantiert am meisten erreichen, hast du absolut vollkommen recht, einfach offen miteinander reden. Jetzt hat man ja eine Hemmschwelle zu Personal im Gesundheitsbereich, die stehen einem ja meistens nicht so nahe persönlich. Wie ist das denn bei euch im familiären Umfeld, Family and Friends? Habt ihr da Ungleichbehandlung erlebt? Seid ihr da ausgegrenzt worden? Macht das einen Unterschied früher, heute? Wie geht das bei euch?
Memo, fang doch vielleicht mal an, so ein bisschen aus der Geschichte zu erzählen. Also beim Freundeskreis ist es so, zum Glück, also ich hatte keine Ausgrenzung dort erlebt. Was immer aber hin und wieder passiert, also besonders am Anfang, wo ich dann Freunde davon erzählt habe, ist es immer wieder so vorgekommen, zum Beispiel, dass die dann über Angst machen über das eine Mal vor 3 Jahren, wo sie ungeschützten Sex gehabt haben. Oh, was ist, wenn ich das auch habe? Okay, aber es geht jetzt nicht um dich. Focus on me. It's my story. Ja, genau. Also es gab so hin und wieder solche Fälle, aber im Großen und Ganzen also hatte ich immer gute Reaktionen. Ich muss aber gestehen, also meine Familie habe ich in Ägypten nicht erzählt, weil es einfach, es wird nicht viel bringen. Wenn ich jetzt meiner Mama erzähle und dann macht sie sich Sorgen in Ägypten, das wird mir nicht helfen und letztendlich geht es mir auch prima. Also ich habe keine gesundheitlichen Probleme, mir geht's gut, psychisch auch gut. Also von daher muss ich das nicht thematisieren mit der Familie, aber bei Freunden hier, also ich gehe sehr damit, sehr, sehr offen damit um. Und das hat auch viel geholfen, dass Leute auch, wenn sie selber vielleicht Angst haben, sich testen zu lassen, so, dass sie zu mir dann kommen und sagen, hey, kannst du mich begleiten, können wir das gemeinsam machen? Und ja, also das ich merke schon, dass das auch einen Unterschied macht. Das heißt, du siehst richtig die Schritte auf unserem langen Weg, die da gegangen werden. Ja. Zumindest am Weg gemeinsam zum Testen. Das ist ja fantastisch. Gerben, wie ist das bei dir? Wie ist deine Family und Friends? Wie gehen die damit um? Ja, super. Sehr offen? Ja, absolut. Ich sage immer, ich habe wirklich super Eltern und meine Freunde auch. Ich habe da wirklich, natürlich hatte ich am Angst, wie erzähle ich es jetzt meinen Eltern? Und aber ich hätte mir, glaube ich, keine bessere Eltern wünschen können, weil die haben das wirklich sowas von umarmt. Und ja, wie gesagt, wo ich das Lied veröffentlicht habe, die haben sogar mitgeholfen. Die waren im Videoclip auch mit drin. Die standen ganz vorne, wo ich das zum ersten Mal live gesungen habe. Und das zeigt für mich ja diese bedingungslose Liebe. Und auch Freunde, die haben mich wirklich unterstützt. Und was ich auch gemerkt habe, wo ich mich geoutet habe, da kamen dann auch Nachrichten auch von Kollegen und von Freunden, die auch gesagt haben, wow, das ist meine Geschichte, aber ich traue es mir jetzt noch nicht zu sagen, aber du hast mir so viel Mut gemacht. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, man kann auch wirklich ein gutes Vorbild oder etwas Inspiration sein für jemand anderes. Und das hat mir dann auch wieder Mut gemacht und gezeigt, wow, das war die richtige Entscheidung, da viel offener darüber zu reden in der Gesellschaft. Weil ich glaube, je mehr Leute, die Wiltrud hat es ja auch gesagt, je mehr Leute ein Gesicht geben an HIV, desto mehr man offen über dieses Thema sprechen wird. Mhm. Also ein so ein großer Bereich, wo man ja auch immer wieder Angst hat, ob man sich outen soll oder nicht, ist ja jetzt der berufliche Bereich. Du hast erzählt, Memo, dass du ja sogar in deiner Arbeit hast du dich ja tatsächlich damit auseinandergesetzt, beruflich ja. Sozusagen. Wie ist es so bei euch im beruflichen Umfeld? Hast du irgendwelche Auswirkungen in deiner Karriere, in deiner Laufbahn gehabt? Hast du dich geoutet bei deinen Kollegen, bei deinem Arbeitgeber? Mhm. Also ich würde vielleicht das Thema erstens von meiner Seite ansprechen und vielleicht auch ein bisschen so ein paar Punkte von meiner Arbeit herausheben, die vielleicht auch relevant sind. Also wie gesagt, für mich, ich ginge mit dem Thema sehr offen um. Also sogar gleich nach der Diagnose habe ich meine ehemalige Chefin gleich gesagt und sie war immer sehr unterstützend. Natürlich ist das nicht bei jedem Arbeitgeber der Fall, dass das so ist. Aber in meinem Arbeitsumfeld wurde ich also sehr mit offenen Armen auch genommen und wo ich auch also mein erstes Interview überhaupt gemacht habe,
dann haben die Leute das gesehen und Kollegen und so haben dann mir geschrieben, ah, das ist voll gut, dass du das machst und so. Also das, ich hatte immer positive Reaktionen und auch bei meinem jetzigen Arbeitgeber ist das kein Geheimnis. Es ist nicht, natürlich nicht, dass ich das jetzt broadcaste oder so, aber wenn das Thema irgendwie vorkommt, ist das kein Geheimnis. Und ja, und das Thema mit Beruf, da hab ich, das habe ich dann auch in meiner Arbeit ein bisschen damit beschäftigt und was ich sehr interessant fand, also es gibt, man kann also, wenn man Stigma so sich vorstellt, man kann zwischen verschiedenen Arten von Stigma unterscheiden. Es gibt erstens so Selbststigma, was ich über mich selber denke. Es gibt empfundenes Stigma, also was ich glaube, dass diese Menschen mich ausgrenzen würden, und tatsächlich erlebtes Stigma. Und bei allen, also es gab sehr wenig erlebtes Stigma, in so einem Sinne von, dass es richtig zu einer Diskriminierung kam an die Arbeit oder sowas ähnliches. Aber viele haben immer die Angst erstens, dass wenn jemand das erfährt, dass sie vielleicht ein bisschen ausgegrenzt werden, dass sie aus sozialen Kreisen ausgeschlossen werden. Und was ich sehr interessant fand, waren Leute, die ein bisschen so dieses Selbststigma gezeigt haben, also wo sie Selbstschuld sich vorwerfen und so, dass sie auch, also natürlich, das war jetzt eine qualitative Forschung, also man kann jetzt keine Zusammenhänge bilden, aber bei denen gab es auch immer viele, immer wieder das Thema Burnout, Depressionen, das war auch viel dabei, und da denke ich schon, dass das vielleicht da eine Rolle spielt, wenn man diese Stigma auf sich nimmt und denkt, okay, ich habe es verdient, ich bin es nicht wert, wenn man diese Gefühle dann hat, dann hat es definitiv dann Auswirkungen auf andere Lebensbereiche. Und ja, und deswegen ist es auch wichtig am Beruf, dass wenn diese Angst weggeht, dass man, wenn Leute das erfahren oder so, das nimmt viel weg von HIV-positiven Menschen, dass diese Angst, das natürlich mit der Zeit auch nicht leicht ist. Jetzt kommst du ja aus einem ganz anderen beruflichen Umfeld. Wie ist es dir gegangen? Wie war so deine Kollegenschaft zu dir? Ja, ich habe nie darüber gesprochen eigentlich. Ich weiß noch auch, wo ich auf Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe, hatte ich immer noch am Schlüsselanhänger so meine Medikamente dabei und dachte, irgendwann muss ich die auch einnehmen. Und dann habe ich auch gedacht, oh, jetzt sage ich irgendwas. Ja, das sind Vitamintabletten. Und ich dachte, wie blöd ist es eigentlich, dass ich nicht ehrlich bin über meinen Status. Und es ist nicht, dass ich es bespreche bei mir auf der Arbeit. Also ich finde es auch nicht wichtig, weil ich möchte mich als Sänger und als Schauspieler und Tänzer identifizieren. Aber ich merke schon jetzt, wo ich da offen drüber spreche, dass das ein Thema ist, was ich auch leichter angehe und was ich auch mit meinen Kollegen ganz easy peasy bespreche. Und früher dachte ich, oh nein, das kann ich gar nicht besprechen. Und ja, ich habe dann wirklich auch tolle Gespräche geführt, weil rund um Welt-AIDS-Tag sammeln wir immer ganz viel ein im Theater. Und das ist dann zum Beispiel nie ein Thema, was wirklich angesprochen wird. Und das hat mich dann auch zum Nachdenken, also habe ich drüber nachgedacht, was ist das doch? Warum sprechen wir nicht drüber? Weil zum Beispiel, wenn wir sammeln für Krebs oder für irgendwas anderes, dann wird ganz oft drüber gesprochen, ach ja, meine Mutter oder mein Oma oder Opa oder, und dachte ich, wow. Und ich merke schon jetzt, wo 1. Dezember jetzt auch wieder näher rückt, kann ich ganz offen mit meinen Kollegen drüber sprechen, aber es ist nie ein Thema gewesen, auch für meine Arbeitgeber nicht, weil ich auch nicht diesen Stempel haben möchte mit, ah ja, Gerben ist HIV-positiv, der hat vielleicht weniger Energie oder was auch immer. Nein, ich funktioniere ganz normal, so wie jeder andere Kollege, und ja, das ist zum Glück ja, finde ich, es schafft für mich viel mehr Offenheit auf dem Arbeitsplatz. Das ist natürlich super. Also ihr seid beide in der glücklichen Lage, tatsächlich Arbeitsumfelder definitiv zu haben, wo das gut aufgenommen wird. Was empfehlt ihr denn, was würdet ihr denn anderen Leuten empfehlen, die jetzt überlegen, soll ich mich am Arbeitsplatz als HIV-positiv outen oder nicht? Was wäre so, was ihr als
mitgeben würdet als guten Ratschlag? Ja, der Ratschlag finde ich immer sowieso, überleg es dir wirklich gut. Also es gibt keinen Weg zurück. Also wenn du dich einmal geoutet hast, gibt es keinen Weg zurück. Also nimm dir, wie ich auch schon erwähnt habe, nimm dir die Zeit. Ist es notwendig? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man wirklich immer sagen muss, ich bin HIV-positiv, ob man das wirklich von, ich weiß nicht, wie du das siehst, Memo. Also ich bin deiner Meinung, also das ist ein, man sollte schauen, also man sollte ein bisschen die Umgebung verstehen und anhand anderer Beispiele vielleicht sehen, ob es dann gut aufgenommen wird oder nicht. Ich finde auch wenn man das nicht, man muss das natürlich nicht allen erzählen, aber ich finde, es macht schon einen Unterschied, wenn man zumindest eine Person hat auf die Arbeit, die das zumindest versteht. Es gibt Firmen, die auch also das anbieten, also dass man mit Psychiatern oder so darüber reden kann oder so. Nicht alle Themen bieten das an natürlich, aber es hilft definitiv, wenn man zumindest eine Person hat, mit dem man reden kann, weil man merkt es eh. Also wenn man in die Arbeit geht, dann nervt vielleicht was im Privatleben und man erzählt das mit den Kollegen und so. Und dann ist es auch leichter, damit umzugehen. Und das ist, ich glaube, das Gleiche hier. Muss das sein? Nein. Aber hilft das ein bisschen schon, finde ich. Ja, also ich weiß, der Freund, der mir wirklich gut begleitet hat am Anfang, weiß ich, der traut sich das nicht wirklich bei ihm auf der Arbeit zu sagen. Und jetzt haben wir vor kurzem ein Interview gegeben zusammen und er sagt, auch jetzt werde ich einfach geoutet, auch bei mir auf der Arbeit. Und er sagt, das wird mir in dem Sinne was bringen, weil ich brauche nicht mehr dieses, ja, das geheimnisvolle Leben zu führen. Mhm. Wenn ich mal einen Termin tagsüber habe, kann ich einfach ganz klar sagen, okay, ich muss jetzt ins Krankenhaus, weil ich habe mein halbjährliches Check-up. Und ja, dann kann es vielleicht schon gut sein, wenn du deinem Vorgesetzter darüber Bescheid gegeben hast, dass du vielleicht einmal im Jahr tagsüber mal weg musst wegen einem Termin. Also es, ja, aber wie gesagt, es ist, glaube ich, schon, man soll es erst für sich selber gut ausmachen, wie Memo auch sagt, okay, wie ist der Umfeld, vertraue ich diesem Umfeld, ja. Und ich glaube, es gibt, es ist auch, Arbeitgeber haben auch ein bisschen die Verantwortung, das zu zeigen, dass sie offen sind. Also das ist auch, das spielt auch da eine Rolle, finde ich. Also dass man, wie gesagt, also dass man zum Beispiel anbietet, dass es auch, dass man mit Ärzten Termine machen kann, dass man das anbietet oder ja, und diese Offenheit grundsätzlich zeigt, das macht auch einen Unterschied, finde ich. Jetzt habt ihr schon so diese unterschiedlichen Blickwinkel so ein bisschen mit reingebracht. Memo, du hast es vorhin schon so toll erklärt. Es gibt ja diese unterschiedlichen Arten von Stigma, also die wirklich erlebte Diskriminierung, aber zum Teil auch einfach die innerliche, die eigene Stigmatisierung. Also wie gehe ich mit mir selber in mir um? Das ist ja auch ein großes Problem. Und du hast vorhin gesagt, du hast es in deiner Arbeit gehört und du kennst es von Leuten. Wie ist es dir damit gegangen, Gerben? So im Laufe deines HIV-positiven Lebens, hat sich das verändert, wie du dich selber siehst? Ich glaube, das zweite Jahr war das schlimmste Jahr für mich. Da habe ich wirklich zu Hause auf der Couch gesessen und dachte, ja, warum? Und ja, dieses Selbststigma war da ganz, ganz klar anwesend. Und ich habe dann wirklich auch doch wieder Freunde und auch meine Ärzte gefragt, okay, wie kann ich jetzt damit umgehen? Und habe dann Hilfe gesucht beim Psychologen und die haben mich wirklich weitergeholfen. Und ich habe dann auch irgendwann den Schalter im Kopf umgedreht und gesagt, okay, nein, ich bin das wert. Wie ich auch immer sage, ich möchte den Gewinner sein und ich bin nicht schuld dran. Und aber das ist ein Prozess gewesen und es ist ein, ja, man fängt an, sage ich immer, es ist ein Achterbahn. Und es sind so Loopings, die man macht und dann irgendwann, ja, kommst du wieder, ja, zum Stehen, sag ich immer.
Aber das ist ein Prozess. Aber ja, das hatte ich auch, dieses Selbststigma. Und man, was ich auch wirklich gelernt habe, ist, man soll sich nicht durch andere Leute definieren lassen. Genau. Das hatte ich auch, dass ich dachte, oh, was denken die jetzt von mir? Oder was halten die jetzt? Und denke ich, nein, ich stehe zu mir. Und das, aber wie gesagt, das ist ein Prozess. Das ist nicht von heute auf morgen. Und das, ob das jetzt nur mit HIV zu tun hat, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen, wie man persönlich im Leben steht. Wir machen ja, jeder macht ja einen Prozess mit Absolut. Im Leben, unabhängig vom HIV-Status. Aber der kann da ja noch mal ganz viel dazu beitragen, der Status, dass vielleicht dieser Prozess schwieriger wird oder anstrengender wird. Wie ist es dir dann gegangen, Memo? Also ich würde sagen, wahrscheinlich auch, weil ich so lange mich mit dem Thema Homosexualität mich beschäftigt habe und dieser Prozess mit Coming Out so lange war und auch in Ägypten aufgewachsen bin, wo es nicht akzeptiert ist und so weiter. Da wollte ich, als ich meine HIV-Diagnose bekommen habe, habe ich sofort gesagt, ich mag nicht wieder closeted werden. Also nein, das hat einmal gereicht, also dass ich so mit einem Geheimnis umgehe. Und das war so ähnlich, wie Gerben gesagt hat am Anfang mit Gewinner und Verlierer, so in der Art. Also das war auch meine Einstellung vom Anfang an. Ich habe gesagt, okay, jetzt hast du eine Woche Zeit, traurig zu sein und zu sagen, okay, was hast du für ein Mist gebaut? Aber danach, entweder bist du jetzt ein Opfer oder du kommst heraus, Survivor, wie heißt das? Oder überlebst das? Als Gewinner, genau. Als Gewinner. Gewinner ist Wort des Tages. Also das war vom Anfang an für mich so. Was aber mich für längere Zeit begleitet hat, war diese empfundene Stigma oder diese Angst, okay, was ist, wenn ich das jemandem sage und dann ich diese Ausgrenzung erlebe. Aber ich muss sagen, irgendwie, also man wird mit der Zeit, also wie soll ich sagen, irgendwann war es mir alles egal. Also es war jetzt, ich bin, wer ich bin HIV-positiv. Wenn es dir nicht gefällt, ist das dein Problem, nicht meine. Ja, aber es sagt natürlich am Endeffekt was über jemand anderem. Eben. Als über dich oder mich. Genau. Also ihr habt ganz viel Aktivismus ja schon in euch selber betrieben. Das ist ja eben großartig. Jetzt schauen wir uns vielleicht wieder das große Ganze an. Aktivismus auf der gesamten Ebene. Ihr wisst ja, laut WHO ist vor allen Dingen die sexuelle Gesundheit auch zum Beispiel definiert als ein Zustand des körperlichen, emotionalen, aber auch mentalen und sozialen Wohlbefindens. Jetzt ist natürlich meine Frage, wir wissen, unsere Gesellschaft ist eben auf diesem Weg nach vorne zu Zero Discrimination noch nicht ganz weit fortgeschritten. Vielleicht, wenn jetzt Weihnachten wäre und du dürftest dir wünschen, Gerben, was würdest du dir denn wünschen zum Thema Gesellschaft? Dass wir viel offener für Gespräch sind und ohne sofort und direkt eine Meinung zu bilden über jemand anderen. Gerade auch in diese Covid-Zeiten merkt man das auch wieder. Aber auch zum Thema HIV merke ich das auch. Wirklich sei einfach offen für Gespräch und hab nicht sofort deine Meinung über jemand anderen. Sei bereit, deine Ohren aufzumachen und zu sagen, okay, erzähl mal deine Geschichte und dann stell wirklich Fragen, die Sinn machen, damit das Gespräch wirklich ja zustande kommt. Und ich wünsche vielleicht auch, dass HIV mehr Gesicht, dass es mehr Gesichten gibt, die sich viel mehr outen. Und wie gesagt, dass es Gesichten gibt, was es heutzutage bedeutet. Weil wir haben doch noch dieses alte Bild und da helfen auch Filme und andere Kampagnen vielleicht nicht immer. Dann denke ich, nein, es gibt einen Weg nach vorne, nicht nach hinten.
Wie ist das bei dir, Memo? Du hattest mir irgendwann mal erzählt, du hast meinen Film gesehen, wo du gesagt hast, das hatte so einen negativen Ausgang, da ging es wieder um Tod und so. Was wünschst du dir? Ja, es ist genau, also wenn du jetzt denkst, also irgendein Film mit HIV, höchstwahrscheinlich, ich würde so behaupten, in 99% der Fälle wird die Person mit HIV am Ende sterben. Oder im Krankenhaus liegen, eins von zwei. Und das ist heutzutage einfach nicht der Fall. Besonders wenn man das früh genug diagnostiziert und dann die Medikamente mit der Medikation anfängt, dann ist das sehr, sehr gut behandelbar. Und das war so ein Film, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es ginge auch in den heutigen, also in der Jetztzeit, also nicht vor 20 Jahren oder sowas. Und da es verliebt sich ein Mädel mit einem Typen und er hat HIV. Und sie haben das dann im Film erklärt, warum er dann doch sterben wird, weil er auch Hepatitis gleichzeitig hat, was auch heutzutage gut behandelbar ist, aber egal. Und der ja, also es ist mehr oder weniger, die Schriftstellerin wollte irgendeine Geschichte, wo ein Mädel mit sich in jemanden verliebt und der stirbt und dadurch lernt sie irgendwas über ihr Leben und so weiter. Und sie war so, was könnte ich verwenden dafür? Ah, HIV, das ist immer gut. So ist es rübergekommen. Also es ist kein, also das ist erst so im Nachhinein, okay, was könnte ich verwenden, damit ich ein bisschen Drama in die Story reinstecke und nicht wirklich, dass ich mit dem Thema mich auseinandersetze. Und das fehlt ein bisschen diese das neue Bild von HIV, und das kann nur passieren, auch wenn Leute mit HIV, was Wiltrud in der ersten Folge angesprochen hat, wenn Leute mit HIV darüber reden, wenn es mehr Gesichter gibt, dass es nicht nur ein Gesicht gibt, dass man immer sagen kann, ah, okay, also ich sehe diese Person kann damit gut umgehen, dann ist das auch möglich, dass wenn, dann habe ich keine Angst, mich testen zu lassen, oder wenn ich auch positiv bin, damit zu leben. Ihr habt jetzt ganz viel von Bildern geredet, alte Bilder, neue Bilder. Menschen in einem bestimmten Lebensalter kennen natürlich eher die alten Bilder, weil da reden wir ja von den 80er Jahren. Neue Bilder sind vielleicht jüngeren Menschen, sind die alten Bilder nur aus dem Film und Fernsehen bekannt und die neueren Bilder wieder nicht? Oder wie ist so deine Erfahrung mit der Jugend? Ich glaube, du bist auch in Schulen unterwegs, Gerben, oder? Ja, aber wenn man dann doch auch wieder sagt, jetzt war dieser Queen-Film, dann sieht man auch wieder, ja, Freddie Mercury, ah ja, der ist gestorben an AIDS. Also das sind doch noch immer wieder diese alten Bilder, die gezeigt werden. Und denke ich, das war für mich auch ein Grund, warum ich das Lied auch, ich dachte, ja, aber es muss auch ein Positiv, es muss einen positiven Nachricht auch geben. Nicht nur Sterbe und Verderb und Tod und, ja wirklich, aber das ist, was viele Leute immer noch denken, oh wow, du kannst wirklich ein gutes Leben führen. Also ich bin der Meinung, ja, viel mehr, dass viel mehr auch Prominenten sich vielleicht außen sollten. Mhm. Und damit Leute denken, oh, aber wie Memo auch schon gesagt hat, wenn derjenige hat, oh, okay, dann habe ich weniger Angst, mich testen zu lassen. Oder ja, dann kann ich noch Lebensziele setzen. Ja, es sollte viel mehr, und auch, das finde ich auch schade, in Holland habe ich das auch gemerkt, diese Kampagne You is You, das wird viel zu wenig nach außen getragen. Ich bin der Meinung, nicht nur rund um Welt-AIDS-Tag, nein, das ganze Jahr durch, weil Leute vergessen es wieder. Es ist, ja, was heute wirklich News ist, das ist morgen wieder Vergangenheit. Und Leute sollten das viel öfters und viel mehr, beigebracht werden. Mit Kampagnen oder was auch immer. Fernsehserien, Lieder, da ist ja Kunst ein sehr guter Weg, um solche Sachen zu vermitteln.
Also ihr habt natürlich insofern recht, also Diskriminierung an sich passiert ja selten aus wirklich aus Boshaftigkeit, sondern meistens ja wirklich nur, weil die Menschen es nicht besser wissen und weil man falsche Bilder im Kopf hat oder eben veraltete Bilder oder weil neue Infos, so wie You is You, einfach noch nicht angekommen sind. Vielleicht für die Hörerinnen, denen der Begriff You is You nicht ganz geläufig ist, die Abkürzung steht ja, Gerben hatte es eh schon gesagt, für undetectable equals untransmittable. Und dieser Slogan beschreibt eigentlich in diesen zwei Buchstaben diesen wirklich mittlerweile international anerkannten Effekt, dass unter effektiver HIV-Therapie, HIV-positive Menschen das Virus selbst auf sexuellem Wege nicht übertragen können. Und im sonstigen Alltag ist ja HIV sowieso ein tendenziell schwer zu übertragendes Virus und jetzt noch nicht mal mehr sexuell. Also eigentlich besteht rein rational, wie du auch gesagt hast, Memo, überhaupt keinen Anlass, HIV-positive Menschen anders zu behandeln, auszugrenzen und oder zu diskriminieren. Ich würde sagen, ich würde mir wünschen, dass die Hörerinnen sehen könnten, die beiden Herren, die hier neben mir sitzen, weil die vermitteln nämlich alles andere als Wörter wie Tod und Krankheit, sondern ihr strahlt Lebensfreude, Grinsen und Zielstrebigkeit aus und es macht wirklich Spaß mit euch. Und ich hoffe, dass alle, die sich das anhören, so ein bisschen was davon mitnehmen konnten und können und dementsprechend vielleicht auch diesen langen Weg nach vorne, den wir alle gemeinsam begehen, auch ein Stück weit mittragen und ein Stück weit zur Veränderung beitragen. Ja, dementsprechend darf ich mich wirklich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Dankeschön an Memo, Dankeschön an Gerben. Ihr habt wieder mal sehr persönliche Erfahrungen mit uns geteilt. Das ist nicht selbstverständlich und das ist aber auch ganz, ganz wichtig, eben drüber zu reden, um Dinge sichtbar zu machen. Denn nur was man sieht und oder kennt, dagegen kann man auch aktiv was tun. Und dementsprechend muss ich leider sagen, wir sind schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Und wir sind alle sehr positiv gestimmt von der Stimmung hier. Genau. Und wir werden sicherlich noch eine weitere Folge gemeinsam bestreiten. Und in der nächsten Episode auf jeden Fall werden wir ein bisschen mehr über die HIV-Therapie reden und auch uns so ein bisschen anschauen, wie dann wirklich das Alltagsleben mit der Therapie tatsächlich ausschaut. Ja, dieser Podcast wird in Zusammenarbeit mit GSK und Vive Healthcare zur Verfügung gestellt und selbstverständlich steht er auf allen gängigen Portalen zur Verfügung, wie auf Spotify, Soundcloud und YouTube und man findet ihn auch auf der Webseite livelife.com, wo übrigens auch noch viele weitere Informationen und Erfahrungsberichte rund um ein HIV-positives Leben zu finden sind. An dieser Stelle darf auch ich mich ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern verabschieden und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, wenn es heißt Positiv gestimmt.